Lernamentdeutung zur Viererlegung. Auf Fragen, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder jemanden vielleicht auch beauftragen, etwas zu tun, was man eben selbst nicht kann, also wie die Arbeit läuft und ob das Ergebnis dann zufriedenstellend ist. Das könnte zum Beispiel sein, jemanden beauftragen, die Webseite für einen zu erstellen oder Texte zu schreiben oder auch eine Grafik zu machen oder vielleicht auch die Werbung zu schalten. Also das sind jetzt so Dinge, die mir jetzt eingefallen sind im Zusammenhang natürlich, wenn jetzt Kartenleger irgendwo sichtbarer werden wollen und sich dann vielleicht noch ein bisschen schwer damit tun. Aber es geht natürlich auch für Beispiele aus dem privaten Bereich, also wenn du irgendwas reparieren lassen willst oder vielleicht auch was Neues bauen, also egal, wo auch immer du einen Handwerker, einen Dienstleister für irgendwelche Tätigkeiten brauchst, die du selber nicht machen kannst oder nicht machen willst, da ist es ja vorab schon mal gut zu wissen, ob man sich für den richtigen Anbieter entschieden hat, also ob der auch wirklich ein Experte ist und das jetzt nicht nur behauptet, also ob der wirklich gute Arbeit macht. Aber es eignet sich auch auf Fragen, wenn du zum Beispiel mit jemandem, ich sage jetzt mal, ein Buch zusammenschreiben möchtest oder irgendwo einen Kurs zusammen machen, ein Seminar zusammen machen, egal ob jetzt live oder eben hier online, wo es ja auch schon Möglichkeiten gibt, oder einfach irgendwo ein Projekt zusammen mit jemandem machen möchtest, dass ihr praktisch eine Partnerschaft eingeht, wenn du da wissen willst, was vom anderen zu erwarten ist. Also, dass du für dich selber natürlich stets dein Bestes gibst in solchen Partnerschaften. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass man jetzt nicht für sich selber noch eine Karte ziehen muss, ob man da jetzt motiviert genug für ist. Falls es für dich wichtig ist, kannst du natürlich auch noch zum Start eine eigene Karte dafür ziehen, wie dein Einsatz ist, also ob du wirklich mit vollem Herzen dabei bist oder nicht. Ich lasse das an dieser Stelle jetzt mal weg, weil ich möchte einfach wissen, habe ich mir den richtigen ausgesucht für die Zusammenarbeit und ja, wie läuft es halt am Anfang, am Ende und bringt es mir die gewünschten Ergebnisse, die ich mir natürlich erhoffe, wenn ich jemandem halt einen Auftrag gebe und Arbeiten, die ich nicht machen möchte, einfach outsource. Aber du kannst natürlich eben, wie gesagt, auch für die Zusammenarbeit mit jemandem deuten, wo du auch selber einen Teil der Arbeit mit einbringst. Okay, ich werde dir jetzt einfach mal drei Deutungsbeispiele von mir dazu geben. Wenn du magst, kannst du natürlich auch jetzt vorweg dich für einen Buchstaben entscheiden und meine Deutung eben einfach auf dich und vielleicht deine eigene Frage dazu ein bisschen anpassen. Natürlich werden die Karten hauptsächlich hier für mich antworten, weil ich lege sie ja halt für mich auf meine Frage. Aber oft passt es eben auch so zu dem Zeitpunkt, wo du dir das Video anschaust und dich halt für einen dieser drei Buchstaben entscheidest, also A, B oder C, dass du tatsächlich auch mit der Antwort etwas anfangen kannst. Ich rate dir aber dennoch dazu, natürlich im Anschluss die Legung einfach für dich selbst mal zu machen. Also weil das einfach bestimmt passender ist, also noch passender für dich, wenn du selber die Karten ziehst und für deine Frage darin die Antwort deutest. Vorweg jetzt noch kurz die Erklärung, wie du bei dieser Lernamentdeutung der Viererlegung vorgehst. Also, dass du erstmal die Positionen, so wie ich sie jetzt für mich definiert habe, halt entweder übernehmen kannst oder natürlich auch wieder für dich noch modifizieren, falls dir ein anderer Aspekt wichtiger erscheint. Ich habe mich jetzt entschieden, dass die erste Karte einfach das anzeigen soll, ob sich das Ganze überhaupt für mich lohnt. Also, dass ich hier, sei es jetzt Zeit, weil ich selber mit an dem Projekt arbeite oder eben auch Geld investiere, damit eben der andere Partner oder Anbieter, meistens ja ein Dienstleister dann, mir eben natürlich dann das Ergebnis bringt, was ich mir im Vorfeld erhoffe. Weil sonst würde ich es ja nicht beauftragen. Also lohnt sich die Investition. Beim zweiten, also die zweite Karte, die ich ziehe, da möchte ich einfach wissen, ist der andere wirklich ein Experte oder behauptet er das vielleicht nur? Also habe ich im Grunde genommen den besten Anbieter für mich gefunden, wo das einfach passt, dass er sich wirklich gut einbringt, dass er gute Arbeit macht und jetzt nicht einfach nur behauptet, er kann das und am Ende vielleicht genauso, sage ich mal, im Anfangsstadium ist, wie vielleicht ich selber, dass ich es vielleicht doch hätte lieber selber machen können. Also habe ich wirklich einen Experten gefunden. Und die dritte Karte, ja, wie wird die Anfangszeit laufen? Also das ist jetzt eher so, wenn man langfristige Sachen natürlich anstrebt und jetzt nicht nur eine kurzfristige Reparatur. Wenn es was Kurzfristiges wäre,
Dann müsstest du halt vielleicht die Kontaktaufnahme damit deuten, wird der pünktlich sein, der Handwerker. Also dass halt einfach alles reibungslos funktioniert im Startbereich. Wenn es jetzt was ist, was langfristig ausgelegt ist, dann ist einfach, wie wird der Anfang sein? Also wie startet ihr zusammen? Wie ist die Auftragsübergabe? Fängt der schon gleich von Beginn an, für dich was Lohnendes zu machen? Und mit der Karte 4 möchte ich hier eben auch den langfristigen Effekt nochmal haben. Also wenn ich dem den Auftrag gegeben habe und das Projekt ist dann vielleicht länger in der Bearbeitung, dass man eben auch sagt, okay, es lief am Anfang vielleicht gut oder nicht so gut und dann eben nochmal, wie läuft es am Schluss? Eine weitere Möglichkeit ist auch, wenn das Projekt vielleicht fertiggestellt ist, hat es dann langfristig gesehen für mich was gebracht oder läuft es dann einfach langfristig auch von alleine weiter? Also, dass ich eben alleine damit weitermachen kann, weil mir der Partner eben die Vorarbeit praktisch abgenommen hat und ich dann soweit bin, den Rest auch alleine zu machen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie du die Position 4 für dich nehmen kannst. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal die Beispiele an, und du kannst es für dich halt entsprechend modifizieren, und eben auch bei deiner eigenen Legung das mal mit den 4 Positionen so, wie es auf deine Situation passend ist. Ich habe jetzt hier mal 3 unterschiedliche Situationen aus meinem eigenen Leben, die ich dir halt jetzt mit einem Beispiel zeigen kann. Und ja, wie gesagt, lass dich mal überraschen, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Okay, jetzt konzentriere dich erstmal auf deine Frage, vielleicht das Video auch kurz pausieren und wähle einfach mal spontan A, das wäre jetzt mein Kartendeck Licht und Schatten, wo ich die 4 Karten gezogen habe, oder vielleicht B, da habe ich die Karten Königsklasse von mir genommen und bei C habe ich die mystischen. Also das sind jetzt hier die Kartenrückseiten, die du siehst und ich habe extra 3 verschiedene Kartendecks genommen, damit auch immer alle Karten jeweils wieder drin sind, wenn ich 4 ziehe, um halt eine Antwort zu bekommen. Wenn du jetzt natürlich nur für dich legst, dann legst du ja nur einmal die 4 und brauchst ja logischerweise auch nur ein Deck. Aber jetzt hier einfach mal zur Auswahl, was spricht dich jetzt hier am meisten an? Ja, und dann komme ich auch schon direkt zur Auswahl A. Also wer sich jetzt für A entschieden hat, das sind jetzt die Karten, die auf der Vorderseite sind. Also Karte 1, das Haus, das zeigt mir jetzt schon mal an. Okay, auf meine Frage. Hier hatte ich übrigens gefragt, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, also ich bringe einen Teil meiner Arbeit ein und ich möchte aber auch, dass der andere einen Teil der Arbeit macht und wir dann gemeinsam das Projekt im Grunde genommen voranbringen, wie das halt laufen wird. Das war jetzt so meine Ausgangsfrage zu dieser Legung. Und da zeigt mir jetzt das Haus an. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal eine solide Basis, ein festes Fundament, worauf man bauen kann. Also auch die Stabilität, das Vertrauen, die Sicherheit, weil wo, wenn nicht in den eigenen 4 Wänden, fühlt man sich wohl und sicher und hat halt einfach eine gute, gefestigte Ausgangsbasis. Also von daher lohnt sich das hier schon mal, dass man hier eben wirklich eine stabile oder eine gute Basis hat, die natürlich auch nach oben hin ausbaufähig wäre. Und da komme ich auch schon gleich zur Karte 2. Was bringt der andere rein? Habe ich da wirklich einen Experten oder macht der halt einfach wirklich gute Arbeit für seinen Part dieses gemeinsamen Projektes? Und da sehe ich mit dem Baum Wachstumspotenzial, auch wieder gute, starke, feste Wurzeln. Also man ist wirklich stabil, standhaft, kann sich gesund weiterentwickeln und eben seinen Raum einnehmen, sich entfalten, weiterentwickeln. Also hier ist wirklich Wachstumspotenzial und halt die gesunde Entwicklung. Also würde ich mal sagen, hier habe ich wirklich einen guten Partner gefunden, mit dem ich zusammen was machen kann. Die Anfangsphase sieht man jetzt die Fische, also da geht es natürlich auch um den Faktor Geld, weil gemeinsam wollen wir mit dem Projekt natürlich Geld verdienen. Das heißt, am Anfang fließt hier scheinbar schon Geld, also es geht schon gut los. Ansonsten ist die Fische ja auch immer ein Aspekt, falls du jetzt bei dir der Geldfaktor bei deiner Frage keine Rolle spielt, könntest du es auch deuten. Man geht wirklich in die Tiefe rein, also man vertieft etwas, es wird intensiver, eben wirklich bis in die Tiefe abgehen.
abtauchen können, tiefer blicken können, tiefer reingehen. Es berührt die Seele, weil die Fische steht auch für das Seelische. Also hier passt es einfach. Entweder von den Finanzen oder eben der andere Aspekt mit Seele und in die Tiefe gehen. Bei mir definitiv der Geldfaktor auf meine eigene Frage. Ja, und viertens natürlich langfristig. Jetzt habe ich die Hand gezogen. Bei der Hand gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Man kann etwas anpacken, deswegen auch oben das Händepaar, dass sich praktisch die Hand reicht. Würde jetzt hier sehr gut passen für die Zusammenarbeit und die guten Karten, die schon vorweg ja liegen. Natürlich kann man bei der Hand auch loslassen. Also gerade die unteren Hände zeigen das an. Wenn einen etwas bedrückt, belastet oder nicht so läuft, wie man es haben möchte, dann ist man immer aufgefordert, das auch loszulassen. Also allein aufgrund dieser drei Karten davor würde ich eher sagen, es geht hier um das Anpacken, dass man das gemeinsam wuppen wird. Aber weil vielleicht immer noch mal so ein Restfragezeichen übrig bleibt bei dieser Karte mit der Hand, habe ich mich entschieden, ich ziehe einfach mal noch eine weitere Karte als Ergänzung, ob es hier eben wirklich mehr um das Anpacken geht, also mir die nächste Karte jetzt anzeigt, ja, das bleibt bei der Zusammenarbeit auch langfristig, oder ob es eher um das Loslassen geht, so nach dem Motto, am Anfang hat man was zusammen gemacht, aber irgendwann lässt man diese Partnerschaft los und sagt halt, okay, das hat jetzt ausgereicht. Gucken wir mal, was als nächste Karte kam. Ich habe gezogen der Herr. Der Herr steht für mich immer für das männliche Prinzip, also aktiv sein, etwas geben, etwas machen, etwas tun. Deswegen steht das für mich jetzt im Zusammenhang mit der Hand tatsächlich für die Hand geben, in die Verantwortung gehen und weiter etwas tun, also dass die Zusammenarbeit ja hier weiterhin Bestand hat. Ja, das sind doch schon mal schöne Aussichten für das, was ich da jetzt gemeinsam mit jemandem vorhabe. Kommen wir zur nächsten Legung jetzt mit dem Buchstaben B. Ja, und hier bei der Auswahl B habe ich die vier Karten gezogen auf eine eigene Angelegenheit von mir, dass ich jetzt im August, also zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist gerade Anfang Juli, also so in knapp 3-4 Wochen geht es los mit einem Weiterbildungskurs. Der ist inklusive einer Betreuung, das heißt, ich werde 8 Wochen lang begleitet auf meine Fragen, bekomme Aufgaben zum Umsetzen, um das Ganze halt einfach zu lernen und ja, halt darin auch ein Experte zu werden. Deswegen mache ich ja eine Weiterbildung und am Ende, nach diesen 8 Wochen, sollte ich dann fit sein, dass ich das auch alleine kann. Daraufgehend habe ich jetzt auch mal gelegt, ob ich denn bei diesem, ja, Coach, der mich da jetzt die 8 Wochen begleitet, auch wirklich gut aufgehoben bin. Also ob sich meine Investition einerseits hier tatsächlich von Zeit, weil ich muss ja die ganzen Aufgaben machen, ich muss das lernen, und natürlich auch der Geldfaktor, weil klar, so eine Ausbildung kostet natürlich auch Geld. Das heißt, ich werde hier beides investieren. Geld habe ich schon überwiesen, Zeit kommt noch. Aber es ist halt jetzt die Frage für mich, wird sich das eben wirklich lohnen? Jetzt habe ich das Kind gezogen. Das heißt, es steht für was Neues. Ich lasse mich auf was Neues ein. Es geht in kleinen Schritten weiter. Aber das Kind lernt eben auch laufen. Also von daher ist da auf jeden Fall auch Entwicklungspotenzial da. Und einfach auch so diese Neugier des Kindes mitbringen. Offen dafür sein, wie es dann sein wird. Sich auf das Neue eben entsprechend einfach hier mal einlassen. Könnte eben durchaus der neue Schwung sein oder die neuen Ideen, die dann eben in mein, was ich davor habe, dann letzten Endes die Entwicklung reinbringen. So, auf der 2 liegt ja jetzt, ob ich da auch wirklich einen Experten gefunden habe, also ob der gute Arbeit macht, indem er mich begleitet und mir das beibringt. Das Schiff steht für Wünsche, für Ziele, für Träume, die man natürlich anstrebt und erreichen möchte. Es braucht hier ein bisschen Geduld, oder es ist auch tatsächlich hier die Reisebegleitung, die ich am Anfang habe, um aber eben das gewünschte Ziel auch zu erreichen. Also von daher würde ich sagen, diese Person wird mir helfen, meinen Wunsch, mein Ziel zu erreichen und ist jetzt hier meine Reisebegleitung. Also von daher würde ich sagen, schon mal gute Entscheidung getroffen, weil ich habe sie halt schon getroffen. Ich habe jetzt nur im Nachhinein nochmal
auf diese Frage gelegt, weil es halt erst im August losgeht. Okay, dann, wie wird es am Anfang sein? Also, wenn es jetzt im August für mich startet, habe ich den Anker, ich habe halt erstmal Arbeit oder ich soll mich damit beschäftigen, daran arbeiten. Gemeinsam werden wir arbeiten, weil die Person natürlich, sie coacht mich und begleitet mich. Also, da ist eben entsprechend erstmal die Arbeit für uns da. Dann, wie wird es langfristig sein? Hier spielt jetzt mehr so dieser Aspekt, wenn die 8 Wochen rum sind, bin ich ja auf mich allein gestellt. Das heißt, werde ich das auch alleine wuppen können, schaffen können, was ich da gelernt habe, dass ich wirklich das Beste draus mache und natürlich auch die Ergebnisse bekomme, die ich mir ja zu Anfang wünsche. Da ist jetzt der langfristige Effekt hier mit dem Berg. Das sagt mir erstmal, okay, da ist eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Aber man sieht es hier auch so schön, das Fähnchen oben am Gipfel vom Berg. Wenn ich die Herausforderung meistere, dann komme ich oben auf den Gipfel und dann habe ich eine schöne Aussicht. Oder ich habe die Herausforderung bezwungen, gemeistert, geschafft. Ich kann natürlich auch sagen, okay, wenn ich diese Anstrengung am Anfang nicht so möchte, gehe ich den bequemeren Weg um den Berg drumherum, dann wird es zeitlich halt etwas länger dauern. Also entweder bin ich länger unterwegs, um vielleicht auftauchende Hindernisse zu überwinden, oder ich bin dann halt ja, motiviert, angespornt, krempel erst recht die Ärmel hoch, beiß mich da vielleicht durch und sage, hey, ich will auf den Gipfel, ich will das schaffen und ich will die schöne Aussicht. Auch hier brauche ich tatsächlich nochmal eine Ergänzungskarte, weil der Berg sagt jetzt einfach nur, da ist eine Herausforderung, das wird halt nicht ganz so einfach werden, also vielleicht nicht so leicht, wie ich es mir vorstelle oder hoffe. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, ja, werde ich die Herausforderung denn nun meistern? Also schaffe ich das? Bekomme ich die erhofften Ergebnisse? Oder ja, muss ich mir wirklich einfach mehr Geduld geben, mehr Zeit geben, um das eben alles langsam Step by Step. Mit dem Schiff und dem Kind könnte man jetzt vermuten, dass es eher etwas länger dauert, aber ich möchte einfach auf diesen Gedanken zusätzlich eine Karte haben, um da auch ganz sicher zu sein, was die Karten mir jetzt mitteilen. Also habe ich noch eine gezogen. Und es kam der Bauch. Ja, besser hätte es jetzt gar nicht kommen können, weil der Bauch steht natürlich für, man trägt etwas in sich, ist auch nochmal so ein Zeitfaktor von circa maximal 5 Wochen, weil die ist hier hochschwanger. Das heißt, all das, was man an Plänen, an Strukturen, an Ideen hier jetzt sozusagen in sich trägt, ist in dieser Reifungsphase und ist so weit, dass es schon bald sichtbar wird, also wirklich als Ergebnis sichtbar wird. Das heißt, die Herausforderung ist hier wirklich so, okay, mach jetzt das Beste aus den Ideen, aus den ganzen Plänen, aus dem, was du gelernt hast. Lass es vielleicht noch ein paar Wochen, ein paar Tage in dir reifen, aber dann bereite dich darauf vor. Schwupps, es wird geboren, das Ergebnis ist da, es wird sichtbar. Und da es hier eine Ergebniskarte ist, auf meine Frage, ob ich Ergebnisse bekomme, würde ich mal sagen, ist das ein eindeutiges Ja. Das freut mich natürlich. Also von daher denke ich mal, werde ich mich durch diesen Kurs durcharbeiten, wie es der Anker ja da oben auch anzeigt, und mir von dem Experten alles abgreifen, was er mir da geben will, um eben hier dann auch diese Herausforderung etwas leichter zu bezwingen. Okay, wir haben noch ein drittes Beispiel. Auch hier habe ich noch mal auf eine eigene Frage von mir jetzt hier mit den mystischen Karten gelegt. Punkto Werbung, wenn man natürlich jetzt so wie ich Produkte verkauft, dann ist es ja auch wichtig, Werbung zu schalten. Der Part ist jedoch sehr zeitintensiv, weil man ständig optimieren muss, damit es auch noch profitabel läuft. Und man braucht natürlich auch das nötige Wissen, um das alles richtig einzurichten. Das ist also sehr mühsam. Ich selbst bin da jetzt noch nicht so der Top-Experte drin, dass das eben alles schon so profitabel läuft, wie ich es gern hätte. Von daher habe ich jetzt einen Dienstleister gesucht und zum Glück auch jemanden gefunden, der jetzt erstmal die Werbung für mich schalten wird. Ich schwanke noch zwischen der Möglichkeit, ob ich ihn jetzt erstmal nur für 3 Monate beauftrage oder gleich für 6 Monate und dem dann halt einfach meine ganzen Anzeigen einrichten lasse und das optimieren lasse, um dann eben zu gucken, ja, mache ich mehr Umsatz, also funktionieren die Werbeanzeigen besser, spare ich bei den Anzeigenpreisen oder mache ich eben, wie gesagt, im Endeffekt mehr Umsatz, dass sich das lohnt, dass ich den dann jetzt natürlich auch
mit seiner Arbeitszeit bezahle, weil da muss ich ja auch ransetzen und die Zeit investieren, um das Ganze für mich zu betreuen. Dafür werde ich natürlich zeitlich entlastet, muss aber eben das Geld investieren. Hoffe aber dadurch natürlich mehr Verkäufe, also dass natürlich auch der Umsatz steigt. So, und jetzt habe ich hier auf Karte Position 1 den Park gezogen. Der Park steht für die Umgebung, das Umfeld, viele Leute. Gerade jetzt natürlich im Zusammenhang, weil ich was über den Verkauf wissen wollte, ist es die Kundschaft, also Kunden. Von daher, es geht hier um Kunden, aber auch natürlich die Öffentlichkeit zu erreichen, also einfach in der Öffentlichkeit sichtbarer zu sein. Das ist ja das Ziel der Werbung, dass man besser von anderen Menschen gesehen wird. Und wenn ich das hier als Karte liegen habe, also dass man eben in der Öffentlichkeit gesehen wird oder dass es eben um Kunden geht, dann ist das ja schon mal ein guter Aspekt, dass ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal ja die Hoffnung haben kann, dass der für mich profitabel die Werbung schaltet. Bei 2 sehe ich jetzt das Kind. Das steht ja für was Neues, was Kleines. Das könnte jetzt natürlich sein, dass es vielleicht noch nicht auch der Top-Experte ist, sondern vielleicht für ihn das Ganze auch noch Neuland ist. Vermutlich, weil ne, im Bereich Esoterik, sage ich mal, sind die meisten Marketer oder Leute, die jetzt eben so eher die Dienstleistungen wie jetzt Anzeigen schalten, die haben mit Esoterik meistens nicht so viel am Hut, also nicht so unbedingt die Ahnung davon, was vielleicht da die besten Suchbegriffe sind, also wonach ihr als Kunden sozusagen sucht, wenn ihr Karten legen lernen wollt. Könnte ich jetzt mit dem Kind, vielleicht steckt er auch noch in den Kinderschuhen, es ist für ihn vielleicht auch Neuland. Der kleinere Experte könnte es sein, das gefällt mir jetzt nicht ganz so. Aber wenn ich jetzt so sehe, dass eben auf der Anfangszeit der Schlüssel liegt, das heißt, man öffnet etwas, man bringt etwas in Gang, es geht irgendwo ja positiv weiter, weil der Schlüssel ist für mich eine positive Karte. Dann ist das natürlich wieder vielversprechend, dass sie auf jeden Fall mehr Wissen haben als ich, selbst wenn es bei denen auch noch das kleinere Wissen wäre, scheint es aber doch profitabler zu sein, als wenn ich es selber machen würde. Langfristig gesehen habe ich jetzt den Mann gezogen. Der Mann ist ja wieder das männliche Prinzip, machen, geben, handeln, etwas tun. Also es kommt Bewegung rein, etwas geben. Also ich gebe was in den Verkauf, beziehungsweise es wird etwas angeboten. Also sollten die Werbeanzeigen auch gut sichtbar sein und mit dem Schlüssel entsprechend auch ja was in Gang bringen. Die einzige Karte, die mich hier ein bisschen stört, ist das Kind. Und aufgrund dessen werde ich jetzt nur die 3 Monate erstmal als Testphase beauftragen, um halt einfach zu gucken, schafft er das in 3 Monaten, mein Geschäft sozusagen wirklich voranzubringen, da neuen Schwung reinzubringen, dass sich da mehr tut. Oder ist es mir dann doch zu wenig, dass ich sage, den seine Arbeitszeit bezahlen, rentiert sich nicht, weil es dann eben nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Also aufgrund von Park, Schlüssel und her würde ich sagen, es lohnt sich, das zu probieren und zu machen. Mit dem Kind versuche ich es jetzt eher erstmal im kleineren Modell und gucke mir das Ganze erstmal an, was der erreichen kann in 3 Monaten. Läuft es dann, kriegt er den Auftrag eben im Anschluss nochmal für 6 Monate oder länger. Und würde es nicht laufen, dann beende ich das Ganze eben wieder und muss mir halt einen anderen suchen. Also von daher, ich bin aber motiviert, den jetzt erstmal auszuprobieren. Ja, ich hoffe, du hast es gut mitverfolgen können, wie ich das Ganze jetzt auf meine Fragen gedeutet habe. Vielleicht musstest du in Bezug auf deine eigene Frage ein bisschen umdenken, etwas modifizieren, dass die Antwort auch für dich passend ist. Von daher sowieso der Ratschlag von mir, leg jetzt nochmal deine eigene Legung. Du bist jetzt dran, zieh deine eigenen 4 Karten, vielleicht auch 5, wenn es nicht ganz eindeutig ist, und schau, wie die Karten bei dir antworten, beziehungsweise du selbst für dich das Ganze dann deutest. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.